Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Letzte Folge haben wir Holz hierher gebracht aus dem Wald. Haben wir schön mit dem IT-Winer hergebracht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Karton- und Papierrollen wegbringen, weil das mittlerweile schon wieder 3, 4, 5 Stück sind. Bringen ja auch immer gut Geld. Deswegen gucken wir, dass wir den Radler jetzt umholen und die dann verladen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo sie am meisten bringen. Aber im Endeffekt muss ich es so oder so aufladen. Deswegen reicht mir das auch nachzugucken, wenn ich es aufgeladen habe. Sonst vergesse ich es eh wieder bis dahin. Ich vermute mal, wie immer, halt Elbweg. Also auf Zug aufladen. Aber gut. Sehen wir da. Stimmt, wenn ich das auf den Zug überladen muss, muss ich den Radlader hier gar nicht mehr zum Sägewerk mitnehmen, gell? Weil der Stapler ja dort ist. Stimmt. Gar nicht in den Sinn gekommen. Komm, fahren wir da runter. Im Endeffekt ist es egal. Was man auch mal machen könnte, wäre mal so ein bisschen auf Figuren zu gehen, oder? Die Sache ist, ich habe ja den Development Controls Mod betrieben, der müsste so heißen. Also wo ich auch super Stärke anstellen kann und so. Da gibt es die Funktion, dass man theoretisch die Dinger anzeigen lassen kann, laut meines Wissens. Ich bin ehrlich, bis ich mich jetzt totacker hier die scheiß Dinger überall zu suchen. Ich weiß ja, wie viele es sind. Aber es sind ein paar, ich glaube 20 Stück oder so. Mache ich es doch lieber so, dass ich die Kreuze aktiviere. Dann weiß ich ja, wo sie sind. Und gut ist. Weil auf der Ehrengrad, gut, die war von 19er, ja. Trotzdem, da habe ich es ja genauso gemacht. Also, nicht genauso. Ich habe im Internet ein Bild gesucht, genau. Und habe dann halt anhand davon dann die Käseecken gesucht. Gerade bei der Hauptbailerin hat es mit Lukas zusammen damals auch so gemacht. Beziehungsweise wir hatten so Beschreibungen angeguckt, wo sie sein könnten und haben sie dann so gefunden. Die Videospiele auf der Hauptbailerin. Also könnte man das hier eigentlich im Endeffekt genauso machen. Weil, im Endeffekt, genau genommen, suchen muss ich sie ja immer noch. Auch wenn da ein Kreuz ist, muss ich sie immer noch genau finden. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, die dann noch da zu finden. Deswegen. So, jetzt nehmen wir erstmal die beiden Kartonrollen. Die beiden Kartonrollen. Mhm. Stehen da bei der Papierrolle jetzt noch 2000, okay. Das heißt, das spawnt keine weitere. Alles klar. So, stellen wir die schön da drauf. Es ist die Frage, wie hoch kommt der Radlader? Ob ich dann ein... ob ich zum Hof fahren muss vielleicht. Weil wenn ich nicht dreistöckig stapeln kann, weil der Radlader vielleicht zu klein ist, weiß ich gerade nicht. Habe ich noch nie getestet, weil so klein sind die Rollen ja auch nicht. Dann könnte es sein, dass ich ja zweimal fahren muss. Ja, jetzt auch kein Weltuntergang, aber. Ja. Nee, das wird nicht reichen. Nee. Bin aber schlau. Bin doch ein Fuchs. Ich stelle einfach die eine Papierrolle jetzt auf die andere Papierrolle und lade die zusammen auf. Dann muss der Radlader ja gar nicht so hoch. Hahaha. Nur die Frage, ob das halt klappt. Ja, normalerweise schon. Sind ja nur zwei Paletten. Sind ja recht groß, da dürfte jetzt nicht viel passieren, denke ich. Oder? Weiß man nicht. Gab schon oft die Situation, dass ich mir gedacht habe, viel passieren kann ja eigentlich nicht. Genau. Und dann ist am Ende eine Atombombe explodiert. Nee, nicht so ganz aber. Ja. Schon so manche Sachen durch die Gegend geflogen, könnte man meinen. Ja, es spackt ein bisschen rum. Vielleicht nicht so ganz die schlauste Idee, den Doppelturm hinten drauf zu stellen. Achtung. Andere Palette.
Dankeschön. Da vorne wieder. Und absetzen. Oh, der Arme war da dran. Vor allem der hintere Teil hängt ja so ein bisschen in der Luft von meinem Schüler. Ne? Oh. Boah, na ja, gut, wir bringen erstmal den Radlader wieder hoch. Damit der schon mal wieder weg ist. Und dann heißt es vorsichtig fahren. Beziehungsweise erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Nachdem wir den Berg hier hochgetuckert sind. Aber der Sound ist schon geil. Das muss man schon sagen von den Maschinen hier. Gerade von den alten. Richtig schöne alte Motoren. Naja. Gut, wir sind oben angekommen. Das freut mich schon mal sehr. Dann stellen wir die Palettengabel da wieder hin, wo sie hingehört. Den Radlader genauso. Wunderbar. Okay. Sehr gut. Waldra. Na, wo ist er? Da. So, einmal Spanngurte erstmal festmachen, bitte. Und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Beziehungsweise, was sagt uns Feld eigentlich? Wachstum. Und nichts weiteres. Das denke ich gerade dran, sind Sonnenblumen, gell? Im Oktober, oh Gottes Willen, das dauert noch. Können wir auch nicht mehr viel anpflanzen dann. Gut, wenn es recht schnell reif wird, können wir Weizen, Gerste was anpflanzen. Sonst muss man halt bis März warten dann. Naja. Genau. Einmal Papierrollen. 5600 Elm Creek. Und einmal Kartonrolle. 6000 Elm Creek. Preise sind im März sogar recht hoch. Höchstens 5600. Ah, okay. Also, auf zum Sägewerk. Um da die Sachen umzuladen. Unsere Spanngurte sollten drum sein. Auch wenn der Spanngurt nicht um die oberste Palette rumgeht. Solange die fest ist, ist mir das recht egal, wie weit der gut geht. Wäre mir aber schon ganz recht, wenn die fest wäre. Da ich die in die Hand nehmen kann, theoretisch ist sie nicht fest. Wieso ist sie nicht fest? Zu hoch oder was? Das ist ein maximales Ding. Uff. Okay. Wir müssen sehr vorsichtig fahren. Okay. Also warte mal, ich muss. Ja. Bevor ich jetzt hier groß rumrangiere, nehmen wir gerade mal die Brücke hier. Mach die anderen Tore gerade mal zu. Wenn ich jetzt da drüben rausfahre, wo muss ich denn langfahren dann? Ach, rechts kann man langfahren, okay. Okay. Dann legt man mal los mit diesem wunderschönen Transport. Ich muss es aber auch immer ausreizen, gell? Sache ist halt, wenn die Palette runterfällt. Ja, ist nicht so einfach, die aufzuladen dann wieder. Aber sie ist nicht fest. Auf jeden Fall. Und ich muss am Berg hoch noch. Ich werde aber nicht durch den Wald fahren, oder? Also ich fahre jetzt erstmal hier hoch. Hoffe mal nicht, dass die Palette runter. Gut, die ist eben drauf geblieben beim Aufladen. Also würde ich jetzt nicht gerade runterrutschen, wenn ich den Berg hier hochfahre. Also komm. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Dass du irgendwas runterrutscht dann.
So, einmal scharfe Kurve rum. Ja gut. Solange mal langsam fahren, ist alles kein Problem. So, nee, ich habe ja vergessen, die Mulde hängt ja gar nicht hinten drüber, wie ich letzte Folge gesagt habe. Vor allem letzte Folge, aber diese Folge, ach egal. Weil das ist ja die kleine Plattform. Die ist ja genauso lang wie der Tijuana. Aber gut, das macht jetzt in der Situation auch keinen Unterschied. Irgendwie 15,8 Tonnen sind erstmal allgemein der Traktor plus der Tijuana. Das sind die Rollen, die sind noch gar nicht mit einberechnet. Laut meines Wissens. So. Jetzt einmal schön über die Brücke drüber. Genau. An den Laternen vielleicht aufpassen. So, jetzt ist die Frage. Wo fahren wir lang? Fahren wir durch den Wald den kürzeren Weg? Aber halt holpriger? Oder fahren wir über die Straße den längeren Weg? Ich würde sagen, wir fahren durch den Wald, oder? Ja. Ist ein bisschen actionreicher. Vor allem. Kerzen gerade beladen, Alter. Das ist so eine gute Entscheidung, mal hier runterzufahren, weißt du. Ah ja. Langsam, langsam, bremsen, bremsen. Nicht so schnell, der Kittel. Ich glaube, umfallen ist es eher mein kleineres Problem. Als jetzt, oh hi Ray, dass die Palette runterfällt. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Aber es sieht schon mal gut aus. Okay. Das freut mich schon mal sehr. Ich fahre lieber links rum, glaube ich. Weil geradeaus über die Schienen, da kann auf einmal so holprig werden. Und da vorne habe ich auch keinen Weg und so. Nee. Fahren wir schön hier außen rum. Drum, drum. Und dann haben wir Ruhe. Gut, wenn jetzt hier die Palette eben runterfällt, ist es auch kein Weltuntergang mehr. Weil der Stab ja ist ja gleich da. Dann ist das kein Problem. Ich würde sagen, wir fahren an unseren bekannten Platz zum Überladen. Nach vorne, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, hinten noch überladen. Na gut, da habe ich ja Tore hingebaut, Zaun und alles. Also machbar ist es immer noch natürlich. Aber warum, wenn ich hier so einen schönen Überladeplatz habe? So. Gut. Dann nehmen wir uns schön rückwärts dahin. Stopp. Okay. Auch noch eine Sache, was man mal demnächst machen muss, ist hier mal asphaltieren etwa so ein begradigen, weil man hier anguckt. Stopp! Stopp, 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 stopp! Bleib, lauf doch! Hab ich ihn jetzt? Okay, es ist meiner. Fährt er jetzt wieder zurück oder bleibt er stehen? Er fährt zurück. Sehr gut. Gut, die Dinger müssen auch nochmal ein bisschen besser platziert werden hier. Sind noch ein paar Spalte. So, der Zug ist schon mal da. Das ist schon mal gut. Schon mal da, schon mal gut, schon mal dam, dam, dam. Gut, dann haben wir nochmal den Stapler raus. Den guten Kollegen. Und guck mal, was er so meint. Ich würde ja lieben gerne gerade die drei Stück auf einmal nehmen, gell? Das würde ich ja lieben gerne machen. Aber könnte ich theoretisch die oberste, also die eine von selber nehmen? Ja. Ja, also
Wenn man die Plattform abladen würde, würde das gehen. Von der Höhe her. Also für einen Stapler wäre das kein Problem. Na, fahren wir noch einen Meter vor. Gut, so ist okay. So ist gut, so ist gut. Okay, dann machen wir den Spanngurte mal weg. Und nehmen jetzt mal die beiden Papierrollen erstmal. Gabel schön breit. Fahren wir mal ein Stück zurück. Genau. Und noch ein Stückchen hoch. So. Vielleicht hätte ich sie von der anderen Seite eher nehmen sollen. Oh. Schön vorsichtig ablassen. Dankeschön. So sieht das Ganze doch schon mal gut aus. Gerade noch da hoch und abstellen. Sehr gut. Ah, oh, huf. Huf, Tederi. Okay, mal, machen wir mal mit den anderen beiden nochmal genauso jetzt. Mit den beiden Kartonrollen. Und die eine nehmen wir halt dann so. Und da können wir sogar ein bisschen weiter reinfahren. Sehr schön. Theoretisch könnte man jetzt noch ein bisschen was von Sägewerk-Ding aufladen hier, Paletten. Aber bin ich ehrlich, das machen wir dann wieder in einer separaten Folge irgendwann. In 2 Wochen oder so, circa. Bremsen, bremsen, bremsen. Sonst sprengt ich hier den Rahmen wieder. Okay, dann nehmen wir gerade die eine Rolle noch hier. Und dann war's das auch schon wieder. Könnt ihr jetzt schon gerne mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Diese wunderschönen Fahrkünste mit einer nicht gesicherten Papierrollenpalette. Und ein Abo könnt ihr auch gern da lassen. Wenn ihr solche schöne Manöver nicht verpassen wollt, gibt's bei mir öfters. Würde ich behaupten. Von daher könnt ihr das gerne mal machen. Okay. Jetzt einmal Spanngurte drum. Bumm. Bum. Bim. Ba. Dumm. So. ja. Genau. Gut, dann schicken wir den wieder weg. Und ich stelle den Stapler schon mal weg. So. 77 Euro Mietkosten. Das ist ein Klacks. 77 Euro da. Okay. Fahren wir den wieder in seine Halle rein. Oder Garage oder was auch immer. So, einmal schön einparken. Wie immer über den Hubwagen schön drüber. Genau. Man könnte ihn ja auch wegstellen, aber. Nee, das war ja zu einfach. Gut. Dann nehmen wir den Waldra. Und fahren wieder zum Hof. Fahren wir da vorne lang. So, wo ist er denn jetzt? Okay, in der Stadt ist er gerade. Sehr gut. Komm, pass mal da vorne durch. Diesmal. Letztes Mal hier der Monitor noch da. Ah, diesmal passt's. Perfekt. Sehr schön. Fahren wir den zurück. Tauschen die nächste Folge dann in die Plattform. Nehmen wir den mit den Rungen. Und machen dann im Wald wieder weiter. Heißt, mit dem Ponzen Bäume verladen, also aufladen und dann mit dem Volvo wieder überladen und dann wieder erstmal zur Papierfabrik bringen, würde ich sagen. Und da geht dann noch ein bisschen was rein. Denkt man, bis dahin könnte beim Sägewerk auch wieder ein bisschen Platz sein. Also, alles sehr schön, gut. Der ist dann gleich angekommen, dann sehen wir den Betrag auch sofort.
was wir bekommen, könnte schon ein gutes Zündchen sein. Und dann sehen wir mal in den nächsten Folgen, wie man das mit den Sammelstücken macht. Ob ich vielleicht eine Folge mache, wo man die einfach schnell einsammeln. Ich denke mal, wird es einfachste sein. Also, keine Ahnung, denk mal, nächste Woche, übernächste Woche oder so. Ui, Alter. 730.000 Euro. Wow. 780.000, sorry. Ich kann nicht rechnen. Ja, lässt sich hören. Wie gesagt, also in den nächsten Wochen mal gucken, dass wir da... Vielleicht, wenn wir die Holzbäume, die wir jetzt geschnitten haben, hingelegt haben, das, wenn wir die eingesammelt haben, können wir mal gucken, dass wir dann gerade mal ein Video machen, wo wir die Sammelstücke einsammeln. Dass wir dann schön sehen, wo die alle sind. Dann kaufen wir uns da was Schönes von. Würde ich sagen. Und dann geht das alltägliche Prozedere weiter, würde ich sagen. Aber dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Also könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, ihr nichts verpassen wollt. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr meint wegen den Sammelstückern. Oder ob ich wie so ein Blinder durch die Gegend rennen soll hier. Und einfach mal die komplette Karte absuchen soll. Aber gut, dann würde ich sagen, bis nächste Folge da. Tschüss.